So, und ich hoffe, unser Autor ist noch da. Oh, jetzt röchelt schon dahin. Ja, wir freuen uns, dass wir zwei Nachwuchsautoren einladen konnten, die beide das Thema Gräber, Friedhof wunderbar in ihren Erstlingswerken verarbeitet haben. Und der erste Autor, den ich nachher begrüßen möchte, ist Moritz Wulf Lange. Er ist 1971 in Hamburg geboren, hat in Berlin und Freiburg studiert, unter anderem Germanistik und Geschichte. Er lebt jetzt in Berlin und Bremervörde. Er schrieb 7 Drehbücher für die Hörbuchverfilmungen der Wallander-Krimis von Henning Mankel. Seit 2003 schreibt er eine Adaption des Hauptwerks von Edgar Allan Poe, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag feiert. Und hierfür wurde er nominiert für den Deutschen Hörbuchpreis. Und ich denke, das ist einen großen Applaus wert. Herzlich willkommen, Moritz Wulf Lange. Hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich bin froh, dass du noch lebst. Moritz, das ist eigentlich dein erster Roman, aber du hast schon mal ein Horrorbuch rausgebracht, Horror-Thriller, Lebendig begraben. Also das Thema hier liegt dir und die Umgebung. Worum ging es denn da? Heute Abend soll die Betonung auf lebendig und nicht auf begraben liegen. Das sollte man vielleicht vorweg sagen. Das war einfach eine Adaption von der Hörspielserie, die du eben erwähnt hast. So. Das war ehrlich gesagt mein Versuch, ob ich überhaupt Prosa schreiben kann. Ich habe gesehen, ich kann es und habe eben mit der kleinen Aster weitergemacht. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ich kann mir vorstellen, dass sich Heerscharen von Drehbuchautoren drum geprügelt haben, den Wallander machen zu dürfen. Wen musstest du dafür um die Ecke bringen? Meine Doktorarbeit, ehrlich gesagt, das war das Einzige. Denn ich saß damals an der Dissertation und das war ein Wörterbuch zum Dichter. Und wirklich aus heiterem Himmel kam ein Studienkollege auf mich zu und meinte, Moritz, pass auf, ich habe einen Tonmeister und wir wollen Hörspiele machen, aber wir haben keinen, der schreiben kann. Machst du das? So, es ging um eine Hörspielbearbeitung von Blöckner von Notre Dame. Ich habe gesagt, okay, pass auf, ich kann es mal probieren. Ich bin eigentlich Lyriker von Haus aus gewesen. Ich habe das gemacht und scheinbar ist es nicht ganz schlecht geworden, denn wir haben das abgegeben und beim nächsten Treffen kamen die Lektoren und legte ein Buch auf den Tisch und sagte, so Leute, wollt ihr das jetzt als Hörspiel machen? Und das war der Mann, der lächelte, von Henning Mankel. Herzlichen Glückwunsch, ganz bescheiden. Wie bist du denn zum Krimi gekommen? Du bist ja eigentlich Germanist und hast gerade schon gesagt, Lyrik. Warum jetzt ein Krimi? Ich finde, Krimi hat wunderbare Möglichkeiten, zwei Sachen zusammenzubringen. Das ist einmal Niveau und einmal Unterhaltung und Spannung. So. Also es gibt Krimis in der Krimi-Geschichte, die sind ganz okay. Es gibt welche, die sind grottig und es gibt welche, die sind super. Es gibt in der Literatur Bücher, die sind toll und unterhaltend und welche, die sind nur toll, aber wird nicht so richtig warm damit. Also mir ging das zumindest so. Und im Krimi habe ich die Möglichkeit zu versuchen, beides zusammenzubringen. Das mag ich total gerne, den Genre. Und deswegen bin ich dabei gelandet. Du lebst jetzt in Berlin und das ist auch der Schauplatz deines Buches. Ich selber habe übrigens auch mal in Berlin gewohnt. Und zwar um die Ecke von dieser Blumenhandlung, die dort auch eine kleine Rolle spielt. Wollen wir jetzt aber natürlich nicht allzu viel verraten, was da passiert. Dein Buch heißt Kleine Aster. Ich möchte das kurz mal hochhalten. Das ist wirklich ein sehr schönes Cover auch. Vor allem, man sieht auch sofort, wo es spielt. Der Fernsehturm und davor ein Grab. Jetzt steht hier schon ganz verheißungsvoll hier unten Dallingers erster Fall. Also Michael Dallinger ist Privatdetektiv. Erster Fall, das heißt, es folgen weitere. Hast du das als lange Serie angelegt? Ja, ist als lange Serie angelegt. Ich schreibe gerade am zweiten Buch und ja, konzipiert ist es auf einen Zyklus von erstmal 5 Bänden mit der Möglichkeit, dass es danach weitergeht. Also in Berlin, denke ich mal, dürfte es ja nicht mangeln an Stoff. Ja, dann hören wir doch einfach mal rein in dein Buch.